Verehrte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Junetsu und ich begrüße euch herzlich zur neuen Manga-Review. Bitte seid nicht irritiert von der Galande im Hintergrund, heute ist mein Geburtstag, aber weil ich euch alle so gern hab, mache ich trotzdem ein Video bereit. Und zwar eine Manga-Review zu Heimkehren und Neuanfang, ein so gesehen Einzelband, der diesen Monat bei Egmont erschienen ist und auf den ich richtig Bock hatte. Aber erstmal, worum dreht sich in Heimkehren und Neuanfang? Es dreht sich alles um den 25-jährigen Mitsuomi, der, nachdem er halt gefeuert wurde, ich denke da scheiß drauf, er kehrt aus Tokio zurück in seine Heimat, ja, fühlt euch das so ein richtiges Kaff, und trifft da halt auf einmal einen Mann in seinem Alter, den er aber aus seiner Kindheit nicht kannte. Das liegt daran, dass er erst vor 10 Jahren halt adoptiert wurde vom Opa von nebenan. Und zwar der Yamato. Die beiden verstehen sich halt doch recht gut und kommen sich dann auch einfach auch mit der Zeit ein bisschen näher. Und wie immer, ein paar grundlegende Informationen. Heimkehren und Neuanfang stammt von Kokumi und ist halt, wie eben schon erwähnt, theoretisch gesehen ein Einzelband. Warum theoretisch? Relativ simpel. In Japan gab es halt dann ein Jahr später so eine Fortsetzung, die wir auch bekommen. Die hat sich Egmont schon gesichert. Diese wird dann heißen Neuanfang und glücklich sein. Dementsprechend sind so gesehen zwei Bände. Aber der war halt ursprünglich als Einzelband konzipiert, dementsprechend review ich ihn jetzt und die Fortsetzung review ich dann später auch nochmal. Und ja, kostet 8 Euro, kommt mit Farbseite daher und in der Erstauflage mit einem kleinen Print, was sehr süß ist, was, soweit ich weiß, exklusiv für diese Edition angefragt wurde. Und ist übersetzt aus dem Japanischen von Melania Schmitz. Und ja, ich sag mal so, es ist halt offensichtlich, das ist ein Boys Love Band und einige würden wahrscheinlich jetzt schon sagen, okay, nee, Boys Love, ciao. Jedoch, hört mir erstmal zu. Ich muss nämlich wirklich sagen, Heimkehren und Neuanfang ist mit Abstand der beste Boys Love Manga, den ich dieses Jahr gelesen habe. Und ich halte ihn für einen optimalen Einstieg für Leute, die halt schon so ein bisschen Interesse haben an Boys Love, also diesem ganzen Ding nicht komplett abgeneigt sind, weil es einfach eine schöne Geschichte ist und eben nicht wie bei vielen anderen Manga diese homosexuelle Liebe, ja, auf wie Deutsch sagt, fetischisiert wurde. Und gerade allein dafür kann ich direkt vorne vorweg sagen, ist das hier schon mal ein Blick wert. Und das ist nur die Spitze vom Eisberg. Ich muss zugegebenermaßen sagen, am Anfang war ich so, ja, okay, Story, ja, klingt ganz normal, aber das Artwork sieht nice aus vom Cover, wird gekauft. Und ich muss sagen, ich vertraue Egmont, wenn es um Einzelbände geht. Die haben mich da bislang fast nie wirklich enttäuscht. Und so ging ich halt relativ blind daran und direkt vorne vorweg, das Artwork ist holy moly schön. Ich blende hier wieder Bilder ein. Wirklich ein unfassbar schönes Artwork. Was, oh Gott, ich will mehr von Kokumi. Das Artwork ist wirklich spitze. Sieht toll aus. Das Paneling ist einfach toll. Allerdings das große Highlight, was mich dieser Band auch selber unfassbar überrascht hat, waren die Charaktere. Denn sowohl Yamato wie auch Mitsuomi haben für einen Boys Love Einzelband erschreckend viel Tiefgang mit einigen Charakterentwicklungen auch, die du so bei einem Band von, ja, keine Ahnung, 200 Seiten, ja, fast 200 Seiten nicht erwarten würdest. Und gerade da muss ich einfach an dieser Stelle sagen, Respekt, wirklich, hier hat man super sympathische Charaktere geschrieben, einerseits halt mit Yamato, der eben halt erst als Highschool-Schüler adoptiert wurde, wo ich mir halt zugemacht am Anfang gedacht habe, ja, okay, das ist einfach seine Backstory, das wird nicht weiter ausgebaut, aber nein, darauf wird wirklich eingegangen. Aber auch Mitsuomi macht im ersten Band, also in diesem Band, schon so viel Charakterentwicklung durch, die man halt auch nachvollziehen kann, dass ich wirklich sagen muss, hey, das war wirklich gut erzählt. Und ich bin ganz ehrlich, bei einem Moment im Manga musste ich wirklich auch ein bisschen mit den Tränen kämpfen, weil es einfach wunderschön war. Und da hört es halt noch nicht auf, denn man muss auch sagen, die Beziehung zwischen Mitsuomi und Yamato fühlt sich in keinster Weise erzwungen an. Okay, vielleicht gegen Ende minimal, wirklich minimal gerusht, aber sie fühlt sich halt wirklich natürlich an und eben nicht so, oh ja, der Yamato, der ist ja meine richtig geile Nudel, sondern wirklich einfach, die kommen sich halt näher, verstehen sich gut und fühlen sich einfach wohl beieinander. Und das finde ich hier wirklich toll. Und
allein deswegen würde ich halt sagen, das ist halt auch was für Leser, die sonst eben nicht Breuslav zugewandt sind, weil es eben keine Fetischisierung ist, wie man es eben bei den meisten anderen kennt, wo es halt immer so, oh ja, komm mal her, du geile Sau und so ist, sondern es ist einfach eine wirklich schöne Story. Dazu muss man auch direkt erwähnen, dieser Manga hat keine Sexszenen, also für die Leute, die halt auch auf sowas gerne verzichten würden, keine Sorge, zumindest jetzt im ersten Band, wie es dann in der Fortsetzung sein wird, da habe ich keine Ahnung, aber ja, hier im ersten Band ist nichts Ficky-Ficky oder ähnliches, sondern das höchste Gefühl wirklich mal ein Kuss und ja, auch das ist halt wirklich, ja, es passt halt einfach. Sprich, keine sehr cringing Dialoge, wie es zum Beispiel in Hypnotic Therapy war, wie mit, oh ja, ich will deinen Samen spüren oder Gott, für die Leute, die meine Review gesehen haben, ihr wisst, was ich meine. Also, keine Sorge, hier ist nichts mit cringy Dialog. Gibt es denn auch was zu kritisieren, außer eben vielleicht die Tatsache, dass gegen Ende minimal schnell gerusht wirkt? Aber selbst das kann man drüber hinwegsehen. Dementsprechend mein Fazit, Heimkehren und Neuanfang ist, wie eben schon gesagt, der beste Boys Love Manga, den ich dieses Jahr gelesen habe. Es ist der perfekte Einstieg für Leute ins Boys Love Genre. Für Leute, die eh im Boys Love Genre unterwegs sind, holt ihn euch. Das ist ein Pflichtkauf eindeutig. Also eine unfassbar schöne Geschichte und ich sag's offen ehrlich, für mich eine 10 von 10. Einfach nur perfekt. Ich habe jede Sekunde genossen. Und ja, das war's mit dieser kleinen Manga-Review. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Habt ihr Heimkehren und Neuanfang gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr es? Ich freue mich auf jeden Fall auch dann nächsten Februar, um Februar herum, die Fortsetzung zu rezensieren. Und ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über ein Abo sowieso. Und wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich feiere jetzt mal meinen Geburtstag. Also dann, ciao!